Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Ranking Stage meiner Top 14 Games 2022 und Platz Nummer 8 ist das hochgelobte God of War Ragnarök. Ja, also ich muss persönlich sagen, ich hatte relativ Freude. Mit Freude habe ich das Spiel doch erwartet. Die Trailer-Kampagne war erstaunlich, wie soll ich sagen, minimal, was ich auch gut fand. Die Werbetrommel darum war viel zu krass. Also ich dachte so, okay, warum ist die Werbetrommel so groß? Bis ich erfahren habe, dass auch der Cory Barlog nur Executive Producer ist und an sich nur, ich sag erstmal so, Vorsicht, Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Die Leute, die das nicht gespielt haben, die skippen jetzt weiter zum nächsten Spiel, obwohl auch da Spoilerwarnung, also diese beiden Plätze werden von Spoiler getragen, weil ich will das auch hier kritisieren. Alles klar, fangen wir erstmal mit den, also erstmal der Director ist ein anderer und der soll natürlich das übernehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel der Typ bin, der also eine große Marke übernehmen soll, ja, was machst du? Dann machst du den Last of Us 2 Weg? Also du wagst dich was wirklich Neues zu machen oder wirklich was marginal anders zu machen? Ich sag ja nicht vom Grundkonzept. Das Grundkonzept ist ja fantastisch gewesen von God of War 4. Aber God of War 5, ja, ich nenne das Kind beim Namen. Das ist jetzt God of War 5, ja. Es gibt 8 Spiele. Die haben ganz klar Titel, weil das ja Spin-Offs sind. Aber das hier ist ja ein Hauptteil. Und ja, ich habe dieses Spiel mit Freuden dann sofort am Release Day geholt. Ne? Ich habe hier auch die Launch Day Edition. Und ich muss sagen, ich bin relativ enttäuscht von diesem Blockbuster Game, weil es macht Sachen, die sie schon vor 3 Jahren gemacht haben, was okay ist. Das ist kein Problem. Also mich hocken immer noch die diese Runen-Dinger, also diese Runen, diese Rune, wie heißt das? Diese Runen, diese Normtruhen, genau. Und so gewisse Gameplay-Mechaniken, die auch schon im 2018er funktioniert haben. Dagegen habe ich ja nichts. Aber dieses Spiel macht sonst weiter minimal etwas weiter. Ich meine, das Gameplay mit den Waffen hier ist wirklich geil. Also, was unzerstörbar ist in diesem von God of War 4, ist das fucking Gameplay. Also, das ist wirklich das, was das Spiel zusammenhält. Und ich muss persönlich sagen, das ist auch das einzige große Ding, was mich an dem Game gehalten hat, nach einer Zeit. Ne? Das ist sozusagen jetzt die einzige Waffe, die man noch so bekommt. Ne? Also das Gameplay, fantastisch. Ich muss gleich auch persönlich sagen, du hast aber einige Vögel gejagt. Vielleicht lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Ja, ich mag die deutsche Vertonung hier, persönlich. Das ist natürlich jetzt so eine Persönlichkeitssache. Ich muss auch ehrlich sagen, die Axt hat deutlich nachgelassen, was das angeht. Die Axt, die nutzt du nur als Combo-Extender. Der Speer ist eine sehr geile Erweiterung, aber der wirkliche Star ist wirklich die hier. Ne? Boom. Also das Gameplay. Und ne, das Gameplay um die Chaosklingen, das haben die wirklich geil gemacht.
Und ansonsten muss ich persönlich sagen, grafisch-technisch gesehen, die Umgebung, ja, sie sieht gut aus. Sie sieht solide aus, ja. Ich finde es trotzdem nur aufgebohrt. Der einzig geilste Typ, der hier wirklich mega detailliert ist und das... Und ich würde sagen, also, das ist jetzt nur meine Meinung hier, alles, was ihr hört. Aber trotzdem, der einzig geile Typ, der nach PS5 aussieht, also wirklich nach neuer Grafik, ist Kratos. Also diese Figur hat wirklich... Ich versuche mal an einer Wand zu kommen, wo man ihn wirklich... Also guckt euch das an, diese Texturen, ja... Das ist jetzt ein bisschen blöd, du musst... Also Kratos, der liegt zur Sonne. Vielleicht gehen wir mal an die Wand, mit der, wo man ihn sieht. Warte. Ja. Guckt euch diese Figur mal an. Also, ja, es gibt einen Fotomodus. Ich weiß nicht, ob den hätte ich machen sollen. Aber guckt euch den an. Der sieht mega detailliert aus, ja? Dieser Typ, der halt... Der sieht wirklich nach Next Gen aus. Du siehst die ganzen Falten. Du siehst die ganze Mimik. Ich meine, Corey Barlog, der auch eine sehr gute Performance auch hier und zu Recht auch den Game Award bekommen hat, muss ich sagen, er trägt auch das Spiel. Aber es wird nichts, persönlich nichts, mit Kratos gemacht. Kratos macht... Es passiert mit Kratos sehr, sehr lange nichts. Denn der Hook ist, ja... Thor kommt vorbei, Odin kommt vorbei, alle supi, alle suche. Es kommt auch God of War Feeling. Und ich bin auch am Anfang echt dabei. Man ist am Anfang mega dabei, ja. Vanaheim? Ja. Vanaheim? Ach nee, das ist Freya. Sword Alfheim. Alfheim. Der Anfang ist super. Der Anfang reißt sich richtig mit, es baut alles auf. Alfheim ohne feindliche Alben zu erkunden. Oh, wieso glaubst du, dass das möglich ist? Sie haben sich doch vereint. Welchen Grund sollten sie haben, uns anzugreifen? Ich sag's nur ungern, aber im Ödland gibt es noch viele Alben, die auf Ärger aus sind. Aber wieso? Freyr hat sie vereint. Sie kämpften zusammen bei Ragnarök. Wer sein Leben dem Kampf gewidmet hat, kann Frieden mitunter nichts abgewinnen. Ja, wie gesagt, die Dialoge sind alle toll geschrieben. Also wirklich super toll gemacht. Die Details, sehr kleine Details, die die Levelumgebung hier sehen. Weil für mich ist God of War Ragnarök überwiegend aufgebohrtes PS4-Spiel. Das ist einfach für mich hochskaliert. Also ich bin da echt verwöhnt, was... den nächsten Titel, den wir danach besprechen, eher alles richtig macht. Ja, was super gut ist, ist die dynamische Lichtverhältnisse, wie sie fallen, die Effekte, wie das alles reagiert, das ist wirklich super. Ja. Alfheim. Ich wollte eigentlich woanders hin. Ach, das ist ein verstecktes Gebiet. Ja, okay, da muss ich natürlich Helheim. Niflheim. Odins Auge. Das ist der Rabenbaum. Bla bla. Muspelheim. Nein, da wollte ich nicht. Svartalfheim. Benneheim. Nein, da bin ich. Ist das Helheim? Ach nee, das ist ja. The Hell. Ach nee, Midgard. Ja, genau, da wollte ich hin. Da wollte ich hin. Mit Midgard passiert quasi gar nichts. Midgard. Ich hab's fast vermisst. Wir haben dort noch etwas zu erledigen. Wir könnten zuerst Fjordalunds Außenposten erkunden, mehr über meine geliebte Sigrun erfahren. Sie hat dir viel bedeutet. Das reicht. Ich erinnere mich. Das reicht, ich erinnere mich. Auf jeden Fall, der Anfang ist ziemlich gut. Der Kampf gegen Thor ist mega geil. Es zwingt Kratos zu einem Punkt, den er nie machen wollte. Also er ist schon ein Monster, er hat es akzeptiert. Aber dass er wieder vollkommen dieses Monster wird und so. Dieser Konflikt hat uns alle wahrscheinlich an der Stange gehalten. Deshalb sage ich nichts. Odin auch super toll charakterisiert. Ein richtiger Poser. Gefiel mir. Dann ging die Reise danach. Tyr.
zu finden. Tyr ist der MacGuffin, der sich zieht wie fucking Kaugummi. Meine Fresse. Also, wenn eins wirklich mich am meisten genervt hat, dann ist es Tyr. Und mit Tyr passiert gar nichts. Ja, ja. Wenn du ihn findest, ja, ich bin der fucking Pazifist, ich kann nicht mehr kämpfen und so weiter und so fort. War ein Teil von Tyrs Statue. Und ich sag so, warum? Warum bist du so, ach so, ja, wir können, darüber sprechen wir auch gleich. Warum? Oh, ist das, das musst du, Weißt du, meine Anfangsrüstung ist besser als alles, was ich finde. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Auf jeden Fall. Dann findest du Tyr, sehr lange, ich will nicht kämpfen, bla, bla. Okay, wir haben ihn gefunden. Es passiert nichts. Alles klar. Dann, ich habe ein bisschen vergessen, was dann noch passiert. Bis wir dann zu Freya, hier, bis wir zu Freyas nach Hause gehen. Um Freya zu konfrontieren, weil wir ihre Hilfe brauchen, weil Tyr uns nicht weiterhelfen kann, weil Tyr an sich einen guten Bund mit hier Freya hat. So, dann gehen wir dahin, Freya und so weiter und so fort. Der Konflikt, also das Gespräch zwischen den beiden, super toll, aber der Konflikt wird sehr schnell abgehandelt, sehr schnell flachgelegt, weil ich dachte so, okay, das muss böse enden. Das muss sehr, sehr, sehr scheiße sein, was hier gerade passiert ist. Weil manche, die vielleicht God of War 4 gespielt haben, Kratos hat wirklich ein Ding gemacht, weil er Freya, weiß nicht, sehr, sehr mag. Sagen wir es mal so. Ja, und dann passiert, es ja, dass er ihren Sohn tötet vor ihren Augen. Was sie nicht wollte, weil das halt ihr Sohn ist. Ja, ne, Mutterliebe und so weiter und so fort. Dann gehst du dahin. Und dann kommt auch der erste große, richtige Moment. Der erste große Bosskampf gegen diesen Nidhogg. Und dieser Nidhogg ist so geil inszeniert, dass das schon fast sehr lange, 15 Stunden dauert, bis da was passiert. Und ich denke mir so, what the fuck? Weil, erstens, das Spiel, du hast hier Rüstung. Gehen wir mal erstmal drauf. Du hast hier Rüstung. Du kannst jetzt noch mehr hier verbessern. Ohne Scheiß. Also wirklich, du hast jetzt nur sogar Reliquien. Was, das ist ein RPG hier. Also ich spiele hier wirklich kein Action-Adventure mehr. Das ist ein RPG hier, der allerersten Güte, ja. Die Talentbäume, muss ich sagen, die haben sich noch relativ an den Grenzen gehalten, aber du kannst sau viel machen hier. Was für mich auch ein Tick zu viel ist, weil du überwiegend alles nicht benutzt. Du kannst ja auch alles wieder zurücknehmen. Schön und gut. Neu ist auch, dass man hier auch die Begleiter aufleveln kann. Was jetzt nicht viel, ich spüre davon wenig im Kampf. Also es ist halt wahrscheinlich nice to have, die kannst du auch ankleiden und anziehen, wie du willst. Das ist schon nice. Aber was mein Problem ist, dass dieser Konflikt sehr schnell beiseite gelegt wird und keine richtige, ja, weiß nicht, ich habe eher gedacht, dass das sehr lange dauert, bis die beiden miteinander irgendwas zusammen machen, um Ragnarök zu verhindern. Das ist ja eigentlich das Ziel, das ist das Hauptziel dieses verdammten Spiels, warum hier dieser ewige Winter einbricht. So, und dann, weiß ich nicht so ganz mehr, was passiert. Ach ja, dann Atreus, der wird das hier auch spielbar, Spoiler. Der ist auch gut vom Gameplay her. Und ich muss sagen, persönlich, er macht Spaß, er ist cool animiert. Die Dame der Schmiede zu treffen, hat einige Erinnerungen geweckt. Ich dachte, solche Dinge gäbe es nur in meinem Heimatland. Waffenschmied, mehr Jungfrauen? Ja. Ich erinnere mich gut an eine Seelenmühle namens Nimue. Sehr talentiert. Nimue. Das meinte ich, Burton. Schändlich. Sie machte die besten Schwerter der Insel und hatte große Träume, was sie eines Tages damit tun. Was wohl aus ihr geworden ist? Auf jeden Fall, ich bewege mich jetzt mal ein bisschen. Oh, einfach nur, damit ich meine Unterhaltung weitermachen kann. Persönlich, Dann, ich meine,
alles schön und gut. Tier macht die ganze Zeit gar nichts. Tier ist derjenige, der kocht. Dann geht es noch darum, dass irgendwann ihr um Freyas Bruder geht. Den müssen wir befreien, um ein gewisse Leute ihren Anführer zu holen. Dann verbringt Atreus ganz schön lange mit seiner Frage wegen seiner Bestimmung, trifft Uncle Border, was an sich auch recht interessant ist, aber ein bisschen zu lange für mich. Und dann, wenn wir wieder zu Kratos kommen, dann geht es echt richtig weiter. Und Kratos, ja, wie Kratos sich die ganze Zeit da diese Träume hat, wo man zuerst mal seine Frau sieht, was auch wirklich schön ist. Und charakterlich passiert sehr, sehr, sehr langsam erstmal irgendwas. Keine Ahnung. Passiert sehr langsam was mit Kratos. Wo ich mich frage, warum wird das so gestreckt? Warum wird das so strukturiert? Wo das doch einfach ein bisschen slicker werden kann. Wo ich das Gefühl habe, dass God of War 4 das viel besser gemacht hat. So, dann kommen ganz viele Sachen noch. Ja, Kratos, erzähl mir mehr über dein Heimatland. Es war gewalttätig. Grausam. Klingt nicht anders als dieses Land. Es war wärmer. Ja, das war's. Auf jeden Fall, diese kleinen Konversationen, diese Charakterinteraktionen, die haben mir gefallen. Bis zu einem gewissen Punkt, wo einfach entschieden wurde, okay, Freya ist nicht mehr sauer, da gibt's nicht die große Konfrontation, ja, alles klar, wir müssen zusammentun, Ragnarök, der Feind meines Feindes ist mein Freund, bla bla. So, dann haben wir den befreit und dann gibt's eine herrliche Fluchtsequenz mit so gewissen Leuten, die du gar nicht kennenlernst. Und die sind mir so scheißegal, dann denkst du dir, okay, alles klar. War eine schöne Fluchtsequenz übrigens mit dem Bruder, wie wir ihn befreit haben. Das sind so Momente, so inszenierte Momente, wo ich mir denke, ja, das ist God of War. Dafür kaufe ich dieses Spiel, um mich beriesen zu lassen. Aber dazwischen ist sehr lange nichts. Dieses Spiel bremst euch auch aus über die 14, 15 Stunden, um eure Rüstung aufzubauen, weil ihr nicht die Ressource habt. Dann, nachdem ihr Freya gefunden habt, bewirft euch das ganze fucking Spiel damit, aber auch dann nur irgendwann zu einem gewissen Grad und dann müsst ihr wieder warten. Entweder, oder ihr müsst euch jetzt hier in diesem Gebiet bekommen, damit ihr dann für die Rüstung, die ihr haben wollt, unbedingt verbessern wollt. Ich meine, es ist okay, alles klar, aber warum bremst mich dieses verdammte Spiel aus und droppt nicht diese Sachen, die ich brauche, sondern irgendwelches unnötiges Zeug, was ich viel später erst im Game benutzen kann, beziehungsweise gebrauchen kann. Das verstehe ich überhaupt nicht, meines Erachtens nach, und das bremst auch für mich den Spielspaß. Ja, auf jeden Fall sterben dann die Leute und wir so, ist mir egal. Also ich fühle gar nichts. Ich habe da einfach keinen Aufbau. Ich habe auch nichts mit denen kurz miterlebt. Wenn die mir wenigstens so eine Mission gegeben hätten, so wo man die kurz vorstellt, was die so machen und so weiter und so fort. Und dass man wenigstens so eine Handlung damit hat. Nö, alles klar. Nein, ich kenne die nicht. Sterben, fertig, aus. Dann geht's zurück. Atreus hat ziemlich viel erfahren, hat sich auch sehr oft aus dem Haus geschlichen, hat versucht, Freya zu besänftigen und so weiter und so fort. Atreus war ja dann bei Uncle Border, um über sein Schicksal zu finden, warum sein Vater sterben muss. Spoiler, das geht nicht um den Vater, es geht um Odin. Also, dass er den Krieg beendet, also was heißt den Krieg? Ja, diesen Konflikt hier, Ragnarök. Und dass halt Asgard nicht mehr existiert. Ein Grabstein wie der, den wir auf der Suche nach den Nornen fanden. Aber der ist ganz. Ja, und mit einem Schlüsselloch, in das Heft passt, das du nahmst. Sei vorsichtig. Na, auf jeden Fall, es gibt sehr viel zu tun hier. Also, das Problem auch, das ist auch das zweite große Problem von dem Spiel. Es hat noch mehr. Es hat noch mehr Nebensachen. Es hat noch mehr zu tun. Es hat noch mehr Sachen. Das inszeniert sich wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ich werde das vielleicht irgendwann, wenn ich da ein bisschen Abstand dazu habe, weil ich bin sehr aufgeregt, irgendwann mal machen, weil spieltechnisch gesehen, das macht Spaß, ohne Frage, ja? Also ich kann die Leute da draußen verstehen, dass das für sie eines der größten Actionkracher ist, ja? Weil das hat alles, ja? Das hat sehr viel, das hat gutes Gameplay, was das Problem auch vom Kampf ist, die haben einfach mal gedacht, hey,
das Kampfsystem ist für 4 Leute ausgelegt. Aber nicht für 6, 8 Leute, wo einfach ich von hinten, ja, Mimir sagt mir Bescheid manchmal, okay, da kommt einer von hinten. Und wenn das rot leuchtet, ist es schon längst vorbei, weil die Autofokus haben, die treffen dich. Ich bin im God of War 4 lange nicht so oft gestorben wie in diesem Teil. Also das ist echt absurd. Da denke ich mir so, wer hat diese Designentscheidung gemacht? Naja, wir haben dann Bruder befreit, dann ging es darum, den Wolf zu bändigen, den sie hatten. Auch ein guter Moment in Helheim. Wirklich einer, auch ein geiler Bossfight. Dann gehen wir zurück, weil wir haben auch die Seele von dem Hund am Anfang reingeballert. Denke ich mir so, ja, das ist unser Hund. Yippie-yay. Dann ging es darum, irgendwie noch die Sonnenfinsternis zu machen und so weiter und so fort. Alles schön und gut, eine treibende Handlung bis dahin. Kratos kriegt seine neue Waffe, wird gesegnet. Sindri erzählt uns das Geheimnis von Brock, dass er eigentlich tot ist. Deswegen ist er so blau und so weiter und so fort, wo wir auch dann dahin gehen, um das Speer zu holen. Und dann kommt der allergrößte Knackpunkt irgendwann. Also Atreus ist auch sehr oft infiltrativ bei Odin, kennt sie alle ein bisschen näher kennen. Wir erfahren auch, dass hier, wie heißt nochmal der die Tore öffnen kann? Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall, der war wirklich auch ein mieses Arschloch. Das war sehr schön. Das war wirklich auch ein Bossfight, das Kratos charakterlich wirklich an eine Grenze gebracht hat, den er nicht sein wollte. Und dann übergeht er die Grenze, aber es wird nicht weiter behandelt. Das ist so mein fucking großes Problem. Ja, und dann geht's weiter. Dann passiert erstmal sehr lange nichts, dann und irgendwann kommt es dann drauf an, so Tier, die sagen so, hey, wir müssen was machen und so weiter und so fort. Kratos, was hast du gemacht? Ich habe Heimdall umgebracht. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Es ging hier nicht anders. Er war ja gezwungen, ja. Er hat auch seinen Sohn getötet. Ich meine, irgendwann muss, wenn dieser Mann nicht irgendwann geplatzt wäre, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall kommt dann der allergrößte, bescheuertste Twist ever. Also wirklich, also das ist wahrscheinlich die Wendung, wovon alle sprechen, wo die meisten mit nicht d'accord sind, manche sind d'accord. Und zwar geht es darum, dass Tyr die ganze Zeit Odin war, er hat uns verarscht, er bringt dabei Brock um und der ganze Plan ist für den Arsch. Und übrigens, es gibt einen Handlungsstrang mit Odin und Atreus, wo Odin eine Zeitspalte jagt, die gar nicht behandelt mehr wird. Also das ist so eine Story, da verschwendest du Zeit dafür und es passiert gar nichts damit. Wo ich mir denke, ja okay, ist mir egal. Ist mir egal, warum? Warum macht ihr dann? Warum verbringe ich Zeit um dieses Mysterium rund um den, ja, hier, guck mal, hier ist eine Zeitspalte, hier könntest du alles verändern. Am Arsch, es passiert gar nichts mehr damit. Nichts, nada. Und dann dieser lame Twist, dass Tyr die ganze Zeit Odin war, bringt Brock um, Sindri ist mega pissed und genau in dem Moment war ich genauso pissed wie Sindri. Und ich muss sagen, so wie der Typ aussah, so habe ich mich innerlich gefühlt. Ich dachte, Alter, ihr könnt das doch nicht machen, die beliebtesten Charaktere in dem Spiel einfach so zu zerstören. Und die zerstören den Charakter und machen weiter gar nichts mehr damit. Einfach gar nichts. Und ich muss persönlich sagen, wir gucken uns weiter schön die Landschaft an. Das ist dann ein Moment, wo auf einmal sagen, ja, Kratos und Atreus, wir sind raus. Weil die wollten ja an sich keinen Konflikt. Ja, Kratos ist ja auch getriggert geworden, wo Atreus gesagt, sei ein General, und das hat ihn getriggert. Und das hat mich ergriffen, weil ich die Figur von Kratos sehr, ja, ich war sehr investiert, ja. Und so, dann gehen die wieder zurück, jagen ein bisschen, aber es passiert gar nichts. Dann gehen wir dahin. Gucken wir hier, Sindri, was, wie geht's? Er sagt gar nichts, na, verständlich, der ist auch mega sauer, wie ich auch war. Dann gehen wir zurück. Okay, wir tun's für Sindri, wir gehen in den Krieg. What the fuck? Das ist der Grund, das ist der springende Punkt, das sind diese 10 Minuten, warum du hier bist, wieder zurückgehst, dann wieder zurück und dann entscheidest du dich für Krieg? The fuck? Okay, dann gehen wir nach Muspelheim.
Wollen wir Ragnarök erwecken? Ragnarök ist so ein, ja, er ist vielleicht okay geschrieben, aber das ist auch kein großes Event. Und ab dem Moment macht das Spiel nur Schnips, Schnipp, 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 schnell, 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 schnell. Alles klar, schnelle Entscheidung, dann großer, recht okayer, inszenierter Bossfight gegen die zwei Elfenschwestern. Viel zu wenig von diesen Momenten, wie ich immer schon sage. Und ja, und dann kommt es dazu, der Endkampf. Der ist auf einmal da. Dann auf einmal vereinen sich alle Völker. Wir erleben das gar nicht. Man merkt einfach, da fehlt einfach ein ganzes Spiel. Ja, und das soll ja das Ende der nordischen Saga sein. Also, es passiert hier nichts mehr. Ja, und das war, glaube ich, der größte Fehler überhaupt, weil du hast diesen Mass-Effect-Moment, nicht? Dass du alle Leute so um dich rumschmeißt, also Mass Effect 2, und weiß nicht, dieses Finale fühlt sich auch nicht so gut an. Dann kommt der Endkampf gegen Thor, der an sich relativ gut inszeniert ist, und dann denkst du dir, und dann blickst du den Typen um, und er hat eigentlich nichts, der, oder, warte, er bringt ihn ohne ihn um, ich weiß es nicht mehr, das war mir so egal irgendwann. Vor allem auch die Charakterisierung um Thor, ich wollte nicht mehr wissen von Thor, das hat mir gereicht, das, was ich erfahren habe. Ich musste das nicht tot erzählt bekommen, irgendwie, und das ist so ein Problem, was dieses Spiel bisschen rausreißt. Und dann kommt der Endkampf gegen Odin. Und der ist geil inszeniert. Da kommt später Freya dazu, dann kommt später Atreus dazu. Und der ist wirklich geil inszeniert. Also da muss ich sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann endet es. Und dann gehst du mit Atreus durch die Gegend, weil du weißt nicht, ob er es überlebt hat, weil Ragnarök da reingestochen hat und so weiter und so fort. Und dann ist es einfach vorbei. Ja, Atreus geht. Warte. Atreus bleibt im Herzen und Loki geht. Das heißt, Atreus akzeptiert sein, eröffnet sich ein neues Schicksal um Loki, und mit Kratos passiert gar nichts. Kratos sieht an der Wandmalerei, ja, er wird geehrt als, ja, der Retter von Dings. Und, aber das wird nicht inszeniert. Es passiert keine Katharsis mit Kratos, gar nichts. Er wird einfach gelassen. Dann sagt Mimir am Ende, hey, wir könnten ja noch diese Beerdigung machen um Brock. So, dann gehen wir zu Brock, und dann kommt, ach so, übrigens, den Genickbruch macht übrigens Sindri bei Odin, und er ist genauso pissed. Er hat genau diese dieselbe Gefühlsebene wie ich gehabt. Ich war mega pissed auf dieses fucking Spiel. Dann gehen wir auf die Beerdigung, er sagt kein Wort und geht wieder zurück. Er ist einfach weiterhin pissed. Und dann kommen die echten Credits mit dem Endsong, der man sich ganz okay ist, und dann ist sozusagen God of War Ragnarök vorbei, was Main Story angeht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Nebenquests sind. Die sollen ja an sich sehr sogar besser inszeniert sein als das Hauptgame. Das werde ich vielleicht irgendwann mal erfahren. Ja, also persönlich gesehen, ich finde auch dieses Design hier von diesen ganzen Verbesserungen, es ist für meine Augen okay, es ist noch ein bisschen entschlackter und so weiter und so fort. Aber ich muss persönlich sagen, dieses Spiel hat wirklich geschwächelt. Also das ist für mich einer der schwächsten Spiele in dem Jahr. Weil es hat einfach die Last von God of War 4 und es wurde nichts gemacht am Ende. Und das ist die finale Saga von Ragnarök. Tyr ist einfach ein fucking MacGuffin mit dem lamesten Twist. Oh, es war die ganze Zeit Odin. Er hätte uns alle umbringen können. Und die hier, und er wollte nie wieder General sein. Er war ein General, hat Krieg gemacht, hat Heimdall umgebracht. Alles klar. Was so viele Widersprüche, so eine Zerstörung von Kratos, wo einfach Kratos links liegen gelassen wird, und ich dachte so, okay, es geht hier mehr um Loki und Atreus, also Loki Atreus. Nee, Bullshit, er geht einfach weg und das war's. Und jetzt gehen wir hier mit Freya, wo ich eher gesagt habe, ich will eher ein Spiel mit den beiden. Jetzt habe ich das Spiel. Aber ich muss doch immer Abstand gewinnen, wie mich dieses Spiel mega abgefuckt hat ab dem Twist. Weil das ist der dümmste Twist, den sie sich je eingefallen lassen haben. Um einen Charakter zu umzubringen, um nichts mehr mit denen zu machen, einfach zerstört ist und keine Ahnung. Vielleicht machen das die Nebenquests ja ziemlich gut. Aber persönlich gesehen, gameplay-technisch einfach nicht dafür ausgelegt. Die Bosskämpfe, ja, super. Aber die hier. Ne, also... Das Gameplay hier. Ja.
das Gameplay hier ist wirklich fantastisch. Und das ist das, wo ich sage, dafür ist God of War wirklich wert, gespielt zu werden. Also wenn man das Spiel nur spielt und die Story ist einem scheißegal, dann hat man natürlich ein super tolles Blockbuster-Spiel, wo man viel zu tun hat, eine Open-Area-Nebenquest hat, aber wenn man die Story mit da einverbindet und so investiert ist in God of War, da muss ich sagen, Leute, Sony, Leute, was macht ihr hier mit dem? Ja? Habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht oder habt ihr das nur rausgehauen, um irgendwas zu haben? Und dass das so viele Leute abfeiern, hey, ich bin wahrscheinlich nicht mehr die Zielgruppe, aber ich kann auch, ich sehe es nicht als Meisterwerk an. Das ist kein Meisterwerk. Es gibt so viele, es gab andere Titel dieses Jahr, die so viel besser sind als das Ding. Ja? Was sehr viel konzentrierter ist. Also ich würde eher sagen, wäre lieber mir God of War Ragnarök eine Singleplayer-Erfahrung, die ein bisschen mehr straighter wäre. Ja, ich glaube, dann wäre das Spiel um einiges besser, aber was die hier für Entscheidungen gemacht haben, ich bin mega enttäuscht. Wirklich. Ich bereue es nicht gespielt, also es gespielt zu haben. Ich muss aber sagen, God of War Ragnarök, einer der Blockbuster-Titel für die PS4 bzw. PS5, was eigentlich sich gar nicht lohnt. Also ich hätte es mir lieber für die PS4 doch geholt, weil das einfach technisch erstmal ist es für mich nicht auf dem Peak. Nur Kratos Charaktermodell ist wirklich gut. Der dümmste Twist ever und nichts ist zu Ende gebracht worden. Also wenn eine Fortsetzung kommt, ich glaube, ich brauche es nicht mehr. Ich bin raus auch von God of War Ragnarök. Halbe Stunde, man muss auch darüber sprechen, weil das auch ein großes Spiel ist. Und ich muss sagen, das Einzige, was wirklich dieses Spiel wirklich enjoyable macht, ist das fucking Gameplay. Und der Rest ist einfach nur, ja okay, Christopher Judge als Kratos, der ist wirklich der Star. Freya ist für mich trotzdem, obwohl sie wirklich entschärft wurde, diese Konfrontation, immer noch der bessere Charakter, aber trotzdem ist sie einfach runtergedummt worden als, ja, hey, du hast meinen Sohn umgebracht, aber ich gehe trotzdem mit dir rum. Das ist einfach so, da fehlt einfach ein ganzes Spiel. Da hat sich einfach der Director sehr, sehr krass geschnitten. Ich weiß nicht, warum Corey Barlog das zugelassen hat. Ich weiß, das hat so gut angefangen. Das hat so gut eingezeigt, hey, das ist was Neues, das ist was Frisches. Und dann kommt, 5 Jahre später, dieses Spiel und es macht einfach das. Ich meine, man spürt, es ist dasselbe Game. Es ist ein fucking PS4-Game. Aufgebohrt einfach nur und nix Next Gen. Einfach gar nichts. Ich glaube, was das Spiel auch killt, ist die Zeit. Also für mich persönlich. Auf jeden Fall, bis zu dem Twist war ich recht unterhalten. Ja. Daher, also wenn dieser dumme Twist nicht wäre und dann sehr, sehr schnell, 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 hier, bam, wir gehen kurz hin und zurück, oh, wir machen doch Krieg, oh, wir holen hier Ragnarök, oh, es geht zu Ende, oh, Thor war noch kein Arschloch, oh, er ist tot, oh, wir besiegen Odin in richtig geile Scheiße, oh, es ist vorbei, oh, Loki geht, Atreus bleibt im Herzen, oh. Und das ist alles, was God of War Ragnarök gemacht hat. Kratos ist nicht beendet, Sinti ist pissed und ich weiß nicht, ob es noch eine Quest gibt da, darum, dass wir das irgendwie... Das Spiel ist für mich, und das Spiel bremst dich, das Spiel zieht sich wie Kaugummi und es gibt nur... Die Momente kannst du an einer Hand abzählen, ja? Okay, wenn man die Quest macht, vielleicht noch mehr. Aber ich muss persönlich sagen, God of War Ragnarök ist der schwächste Sony-Titel für mich 2022. Da war eindeutig der nächste Titel, den wir gleich besprechen, um einiges stärker. Und das ist schon eine Aufgabe. Und ich muss persönlich sagen, ich bin raus aus der Reihe. Also God of War interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich werde definitiv irgendwann mal reinspielen, wenn ich für saure Gurkenzeit, ja. Da gehört schon was dazu, wenn ich das nur nehme für eine saure Gurkenzeit, ja. Um zu gucken, ach, ich mach mal hier, mach mal da. Und ich werde nur rein gameplay-technisch auf dieses Spiel gucken. Weil dann macht es Spaß. Weil wenn ich da immer noch, ihr hört es raus, so wütend bin, was sie mit Kratos gemacht haben. Was sie für Entscheidungen getroffen haben, wo die einfach nicht weitermachen. Die killen einfach einer der beliebtesten Charaktere und zerstören sie und machen nichts damit. Ja, es ist gegessen. Ja,
Und dann der ganze Krieg, es fühlt sich einfach irgendwie nicht rund an. Ja. Es ist sowohl technisch auch irgendwie nicht geil. Da ist einfach das andere Spiel, was wir jetzt wirklich gleich besprechen, umso viel besser. Was ich euch sagen kann, God of War Ragnarök ist einfach eine herbe Enttäuschung. Ein sehr schwaches Spiel, finde ich. Und es muss sich heutzutage leider echt vor gewissen anderen Character-Action-Games verstecken, weil das kannst du einfach nicht bringen. Da kannst du einfach nicht 5 Jahre verbringen und dann sowas liefern. Also, ganz ehrlich, 4 Jahre kannst du einfach nicht, du kannst sowas nicht liefern. Du kannst nicht sowas liefern und sagen, hey, das ist die großartige Fortsetzung und dann kommt sowas bei raus. Also, dieses Spiel ist, also das würde ich aus meinem Gedächtnis löschen, definitiv. Naja, okay, das wär's mit meinen Gefühlsausschüttungen zu God of War Ragnarök. Verdienter Platz 8, weil es, wie gesagt, gameplay-technisch, das ist das, was das Spiel wirklich, wirklich sehr gut kann. Und das ist unzerstörbar. Und dafür lohnt es sich, das Spiel zu spielen, für meines Erachtens nach. Und wenn man wütend ist, so wie ich, herzlichen Glückwunsch. Wenn man nicht wütend ist und das alles akzeptiert, hey, herzlichen Glückwunsch, hab Spaß mit dem Spiel. Mein Bier ist es echt nicht. Also, ich kann mich einfach nicht dazu führen, dass das hier ein Meisterwerk ist. Corey Barlog, wirklich, also Kratos, Freya und Gameplay, das sind wirklich die besten Sachen. Der Rest ist einfach nur bleh. Oh mein Gott. Alles klar. Dann gehen wir, dann war's das zu God of War Ragnarök. Und gehen zu Platz Nummer 7, einem nächsten Sony-Blockbuster-Titel. So, kommen wir zu Platz Nummer 7 und zu eines meiner ersten PS5-Games und dem deutlich stärkeren Sony-Exklusivtitel von 2022 und das ist Horizon Forbidden West. Erstens, dieses Spiel sieht technisch um Jahrzehnten besser aus als God of War. Nur um schon mal ein Argument zu bringen. Der Weg dahin ist auch sehr ziemlich stark. Also wenn man Horizon um einen Grund spielt, dann ist es tatsächlich erstens wegen der Optik und nicht wegen der Story. Das Gameplay ist. Achso, nur Game Plus, bla bla. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Auf jeden Fall, man sieht deutlich die Verbesserung in der Grafik, technisch gesehen. Die Maschinen sind auch um einiges besser. Das Gameplay ist auch marginal besser gemacht. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen. Die Nahkampf-Optionen sind auch um einiges besser gemacht. Die 3 Pfeile sind auch wieder da an sich. Oh mein Gott. Ach, ist schon vorbei. Die Bewegungen, die man mit Aloy machen kann, sind alle wirklich super. Ich muss erstmal gucken. Ich habe das auch saulange nicht mehr gespielt. Man kann jetzt, man hat auch viel mehr Freiheiten, um zu klettern. Man kann jetzt auch ein bisschen scannen, um zu gucken, alles klar. Naja, man sieht jetzt zum Beispiel, wo Aloy klettern kann.
Und das ist schon eine von der Erkundung her ziemlich sehr schöne Ergänzung. Das hier schaltet man frei. Genau, wir machen mal einen Rundflug. Und an sich, dieses Spiel ist von der Landschaft hübsch. Wirklich schön, ein schöner Augenschmaus. Das Gameplay hookt einen sofort, also es macht Spaß. Es triggert so die richtigen Punkte. Aloy, das Problem ist, man muss wieder von vorne anfangen. Es übernimmt nichts von Zero Dawn. Es geht auch davon aus, dass ihr die Endrüstung habt am Anfang. Und es wird damit erklärt, dass das Modul kaputt ist. Und deswegen haben wir die geile Endrüstung nicht. Und da muss ich sagen, okay, alles klar. Ich muss das leider akzeptieren. Alles klar, spielen wir. Es werden dir die neuen Bewegungen dazu gebracht, weil Aloy hat wirklich neue Bewegungen, relativ neue Bewegungsoptionen. Sie hat jetzt auch einen Hook, wo sie sich ranziehen kann. Sie kann ja jetzt ein bisschen mehr... Sie kann jetzt auch ein bisschen mehr, wie heißt das? Sich bewegen. Guck mal, da kommt man zum Beispiel... Ah, nee, da kommt man auch hoch, wenn man hier... Dingens, wenn man nachher das Flugteil hier hat. Das wurde auch im Trailer suggeriert. Ich war glücklich und dann bin ich über die ganze Map geflogen. Weil das ist so eine Sache, die mache ich. Das will ich machen und das ist sozusagen... diese Erweiterung, die ich unbedingt machen wollte. Nur leider macht das Spiel nicht viel damit. Es macht das an zwei Punkten. Eine Mission und einmal, um einen Turm noch zu erkunden. Und das war's. Und da muss ich persönlich sagen, richtig schwach an sich. Es wird ein DLC kommen, wo man in Hollywood sein wird. Mal gucken, ob sie mehr damit machen. Aber so jetzt erstmal so bemängelt, so jetzt erstmal zu bewerten, das ist ein Kritikpunkt. Sonst der Weg dahin, wirklich toll, wirklich cool inszeniert, tolle Story, also Ashley Birch trägt das Spiel, also die macht wirklich was damit. Wir haben auch wirklich Abwechslung, wir haben hier Schnee, wir haben Flora und Fauna, wir haben hier auch neue Maschinen, ich habe auch eine neue Lieblingsmaschine, gegen die ich kämpfen kann hier. Wir haben hier eine Wüste, also Las Vegas und so weiter und so fort. Das Einzige, was mich wirklich stört hier an diesem Game, wenn man hier erforscht und man hat nicht die ersten 7 Hauptmissionen gemacht, sagt das Spiel, oh, du kannst das nicht öffnen, oh, du kannst hier nicht erforschen, oh, du kannst nicht schwimmen, weil du kannst hier auch ein bisschen tauchen, du kannst hier tauchen und gewisse Sachen machen, jetzt nicht so viel, aber es gibt gewisse Momente, also Maps, die storybedingt passen und zum Erforschen sind. Und das Wasser, also wie gesagt, es sieht, also fürs Auge ist es wirklich geil. Und ansonsten muss ich sagen, hat mich dieses Spiel viel mehr motiviert zu machen. Ach so, und was mich noch stört. A Barrel Roll. Dual Barrel Roll. Ich weiß nicht, wie ich nochmal. Ich bin jetzt mal gestorben. Okay, gut. Achso, jetzt bin ich hier. Was mich jedenfalls stört. Und. Erstmal der Fähigkeitsbaum. Das ist schon mal ein Upgrade gegenüber dem ersten Teil. Finde ich toll, finde ich schön. Das Inventar ist okay, aber wo kann ich zum Beispiel Aloy mir angucken? Ich weiß nicht, wo ich mir Aloy angucken kann. Auf jeden Fall. Outfits. Ah, so kann ich mir Aloy angucken. Osadam Werkmeister. Das ist die beste Rüstung im ganzen Game. Ja. Oder? Zenak. Jedenfalls, das ist die beste Rüstung im ganzen Game und man muss sie immer noch verbessern.
Ja. Und das Problem daran ist, es ist die beste Rüstung und man muss immer noch was dafür machen. Und das sind ganz banale Sachen, wo ich mir denke, das war im ersten Spiel besser. Und der ganze Nebenkram, das ist nichts Besonderes. Das war genauso wie bei Horizon 1, da habe ich die Such- und Finddinge auch gelassen. Und da muss ich persönlich sagen, nee. Das ist absolut gar nichts für mich. Das ist, was gut ist, sind diese Nebenquests, wo man hier das an sich machen kann. Die Kämpfe haben immer noch eine großartige Dynamik. Ich werde definitiv hier eher wieder reingehen, um den DLC zu spielen, als God of War Ragnarök. Was ich wieder natürlich bemängeln muss, ist natürlich das Ende. Guerilla Games hat irgendwie nicht das Talent, einen guten Endkampf bzw. einen Spiel guten Endkampf-Story zu Ende zu bringen. Weil das ist wieder sehr schwaches Boss-Design, wo ich mir denke, da sind die Maschinenkämpfe um einiges besser. Und der Weg dahin, also diese charaktergetriebene Story, was man so erlebt und so machen kann, ist immer noch fantastisch. Also wirklich. Also das ist wirklich Blockbuster-Spiel par excellence. Da bin ich auch voll dabei. Muss ich persönlich sagen. Reiten wir durch die Gegend. Kommt er? Wo kommt er? Stürmer. Stürmer. Und das ist jedenfalls eines der besseren, deutlich der besseren Sony-Titel. Warum Horizon Forbidden West zwei Wochen oder eine Woche vor Elden Ring rauskommt, ich weiß es nicht, warum Guerilla Games sich da was heftig getraut hat. Aber ich muss persönlich sagen, das ist schon wirklich eines der besseren Games. Man verbringt ziemlich viel Zeit schon in diesem Spiel. Also für einen Durchlauf 70 Stunden. Okay, ich habe auch ein bisschen viel gemacht. Und Makik, wie gesagt, also dieses Spiel bietet auch was fürs Auge. Es macht was auch mit seiner Flora und Fauna. In der Welt, wo du warst, passiert auch was. Oh, ein Sandsturm. Da wollen wir lieber nicht rein. Naja, wir sind jetzt zum Beispiel in der Wüste hier in Las Vegas. Das ist wohl, glaube ich, auch das opulenteste Ding von allen. Ach, Gleiter war Viereck. Ja, Eloy hat jetzt auch einen Gleiter. Und da sind wir, in Las Vegas. Ja. Eloy ist auch ein bisschen deutlich realistischer gestaltet, wenn sie zu schnell gelaufen ist. Atmet sie ein bisschen durch. Sie macht auch ab und zu ein bisschen Selbstgespräche und führt dich dahin, wo es weitergehen soll. Auf jeden Fall die Fußspuren auch technisch um einiges besser als God of War Ragnarök. Das ist wirklich auch optimiert für die PS5. Es nutzt jetzt nicht vollkommen die PS5, weil es auch ein bisschen PS4-mäßig ist, aber man sieht deutlich, das hier, das rockt schon einiges mehr. Das ist optisch schon deutlich besser als das erste Spiel. Bei God of War Ragnarok habe ich einfach nur das Gefühl, ey, ich spiele einfach ein 3-4 Jahre altes Spiel, was nur aufgebohrt wurde. Gameplay-technisch muss man sich auch wieder reinfuchsen, also es ist auch etwas komplexer, aber es ist auch dafür designed. Also ich fühle mich nicht irgendwie blöd oder so. Man wird auch von neuen Maschinen gesetzt, wo man wirklich auch neue Situationen erlebt. Die Story ist auch, wie gesagt, der Weg dahin ist auch wirklich toll beschrieben. Ein richtiges, schönes Abenteuer. Ich finde es schade, dass man nicht mehr gemacht hat, wo man halt diese Flugmaschine hat. Dass man leider nicht mehr daraus gemacht hat. Und ja, ansonsten, ja, wenn man Eloy mochte, erstes Abenteuer von Eloy mochte, kann ich euch das Spiel eigentlich sehr empfehlen. Die Rollenspielaspekte sind
was die Rüstungen angeht, viel zu krass gemacht. Also das ist so ein ganz großer Kritikpunkt, weil wer die Endrüstung hier, da muss man sie nochmal besser machen. Und ansonsten, ey, das technisch hübscheste Spiel, was Sony schon erstmal gebracht hat. Mal gucken, was Sony mit Stellar Blade macht, weil das sieht auch optisch mega krass aus. Aber bleiben wir bei Horizon Forbidden West und das ist so, wo ich über dieses Spiel nicht groß meckern muss, weil, wie gesagt, das Ende ist meh. Ich freue mich trotzdem eher auf die Fortsetzung. Das Melee Combat ist, also der Nahkampf hier ist wirklich gut. Also wirklich schön gemacht. Die Maschinen hier, die Varianz ist auch wirklich cool. Die Umgebungsstory auch wirklich toll gemacht. Das Fall-Gameplay hier, also man muss jetzt ein bisschen mehr jumpen, um den Slow-Mo zu machen. Dann sieht das immer so aus. Ja. Auch wirklich sehr schön animiert. Wie lange hältst du das? Also vor allen Dingen auch die Feature des PS5-Controllers. Wirklich toll. Die Pfeile und so weiter und so fort, die werden auch viel besser mit rein integriert hier in das Gameplay und sind nicht nur Beiwerk. Also sie haben schon deutlich sehr viele Verbesserungen gemacht, wo viele Items viel mehr Gewichtung bekommen und auch benutzt werden, um die verschiedenen Maschinen anzugehen und so weiter und so fort. Sehr schöner Sonnenaufgang. Das ist sehr schön. Ne? Musikuntermalung finde ich wieder punktuell auch gut. Es unterstreicht die Atmosphäre ziemlich schön. Und ist, wie ja, kurz knapp gesagt, Horizon Forbidden West ist ein Exklusivtitel, den ich euch gerne um die Ohren schmeiß. Wenn ihr das Abenteuer um Aloy mochtet und Fan auch von Horizon Zero Dawn wart, es erwartet euch noch ein DLC. 70 Stunden voller Spaß, je nachdem wie viel ihr Nebenquests macht. Ich empfehle euch die Hauptquest bis 7 zu machen, damit ihr alle nötigen Sachen habt, um die Gebiete alle zu erforschen. Also Backtracking ist ein bisschen auch natürlich hier bei so einem Spiel dabei. Aber wirklich, also optisch, ach, guckt euch das an, das ist doch schön. Wirklich, also technisch, Gameplay und eine packende charaktergetriebene Story, die leider nicht so gut eine gute 3-Punkt-Landung macht. Aber mal gucken, wie es weiterführt. Ashley Birch, wirklich toll, toll inszeniert. Eine Doppelrolle spielt sie hier, nur so weit gesagt. Wirklich, also dieses Spiel hat mich echt bei der Stange gehalten. Viel besser und dem kann ich auch nicht böse sein. Und das ist auch der bessere Titel von Sony, aber auch nicht das stärkste Spiel, da es für mich bessere Titel gab. Und ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet von Horizon Forbidden West. Ich habe ein gutes Spiel bekommen, aber leider mehr auch nicht. Okay, das wär's dann mit diesem Video und mit meinem Platz Nummer 7, Horizon Forbidden West. Ja, ich bin viel entspannter und viel besser Horizon Forbidden West gewidmet, weil die Technik stimmt, das Gameplay stimmt, der Weg dahin stimmt, es macht nicht so viel Scheiße wie God of War Ragnarök. Es ist mehr durchdachter, eine bessere Entwicklung, bessere Upgrades. Für mich das deutlich bessere Sony-Exklusivtitel, God of War Ragnarök. Da muss man entweder drauf stehen oder einfach drauf scheißen, was da passiert. Aber auf jeden Fall Horizon Forbidden West, das deutlich bessere Game und das bessere Sony-Exklusivtitel. Und ich bereue es nicht, da wieder hin zurückzukehren und zu erfahren, was mit diesem neuen Gebiet sein wird, dass den DLC, der ja 2023 rauskommt, aber auch wirklich nicht einer der starken Titel dieses Jahr, muss ich persönlich sagen. Alles klar, das wär's mit meinem Platz Nummer 8 und 7. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Ich bitte auch um Meinungen. Vielleicht, wie gesagt, fandet ihr God of War Ragnarök besser und Horizon schlechter. Ich
bin mehr auf der Seite von Horizon Forbidden West, wie man das ganz klar sieht. Wenn euch nicht nur mein Wrecking Stage gefällt, dann lasst doch ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns, wenn es heißt, meine Top 14 Games 2022, Platz 6 und 5. Reinhauen!